Jesus, meine Hoffnung lebt. Das habe ich die meiste Zeit meines Lebens nicht geglaubt. Ich habe nicht geglaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist, dass er auferstanden ist und dass er auch heute noch und in alle Ewigkeit lebt. Ich habe geglaubt, dass er bestimmt mal irgendwie da war und dass er vielleicht auch ein paar ganz gute Sachen gesagt hat. Aber dieses Auferstehen und auch heute noch leben, auch wenn wir ihn nicht sehen, das erschien mir einfach nie logisch. Bis zu dem Punkt, wo ich vor ein paar Jahren mal einfach echt extrem verzweifelt war und gemerkt habe, ich komme mit meiner eigenen Kraft nicht weiter. Also habe ich angefangen zu beten und tatsächlich, Jesus hat sich mir offenbart als lebendig und dass er heute noch in unser Leben reinspricht und heute noch wirkt. Und das war für mich die krasseste Botschaft, die ich irgendwie hätte jemals erfahren können. Und ich könnte dir jetzt noch stundenlang erzählen von meiner Bekehrungsgeschichte und wie groß und wie wunderbar Gott ist. Aber das ist jetzt erstmal gar nicht so wichtig. Was wichtig ist, ist, dass wir verstehen, dass Jesus lebt. Dass er tatsächlich jetzt gerade lebt. Und dass er uns jetzt gerade sieht und dass er jetzt in unser Leben reinspricht. Und das habe ich für mich annehmen können, auch wenn es mein logisches Verständnis total überstiegen hat. Ich wünsche auch dir, dass du das für dich annehmen kannst. Der Abgrund, der uns einst trennte, zu hoch der Gipfel, der vor mir lag, voller Verzweiflung sah ich zum Himmel, sprach deinen Namen in. In das Dunkel kam deine Güte, zerriss die Schatten tief in mir. Die Nacht bezwungen, der Sieg errungen, Jesus, meine Hoffnung. Unvorstellbar ist deine Gnade, so unbegreiflich ist deine Gunst. Der Herr der Zeiten verließ den Himmel, nahm auf sich meine Scham und Schuld. Das Kreuz bezeugt es, mir ist vergeben. Der König selbst nennt mich sein Kind. Er ist mein Retter und ich gehöre ihm. Jesus, meine Hoffnung. Dein toter Körper ist neu erwacht. Mit lauter Stimme hast du verkündet, kein Grab hat nun Anspruch mehr auf mich. Dann kam der Morgen.
Freut uns sehr, dass du das Video bis zum Ende angeschaut hast. Wenn du noch mehr Music and Message hören möchtest, kannst du hier diese Videos anklicken oder auch den Kanal abonnieren. Wenn du uns finanziell segnen möchtest, dann kannst du uns per PayPal oder Überweisung unterstützen. Wir wünschen dir Gottes Segen.